Ja, servus meine lieben Zuschauer. Ich darf euch herzlich begrüßen bei Livestream MG. Ich bin mal wieder live und ich hoffe, euch hat der Stream in Weißenbach gefallen. So gut wie es ging, konnte ich halt live gehen, weil die Kamera nachher, wie gesagt, wegen der Kälte Faxen gemacht hat und dann das Handy auch. Aber der Veranstalter fand es gut, dass ich da war. Also der hat extra gefragt, habe ich live gestreamt oder nicht, oder nur Aufnahmen, sage ich, nee, live. Es ist klar, dass bei den Live-Aufnahmen, gerade wenn es übers normale Handynetz läuft, dass da die Verpixelungen sehr stark zu sehen sind. Manchmal ist es gut, habe ich ein astrein glattes Bild, aber manchmal habe ich Schwierigkeiten mit der Verbindung und dann sieht man so ähnlich wie kleine, ganz, ganz, ganz kleine Pixelchen. Und man kann halt die Fahrer nicht so gut erkennen wie sonst. Aber ich denke mal, den meisten hat es gefallen. Und das reicht ja eigentlich, gell? Klar, ich könnte auch Aufnahmen machen, die, sag ich mal, in einer TV-Qualität sind. Aber da ja die Nachfrage ist, wegen live gerade, die nicht vor Ort direkt sein können, die können es direkt live mitverfolgen. Und wie ich gesehen habe, aus Schweden, Holland, die waren sehr begeistert davon. Ich denke mal, die waren froh, dass sie überhaupt was sehen konnten aus Weißenbach, gerade weil auch Holland da gut vertreten war. Aber ich denke mal, man kann nicht jeden zufriedenstellen. Es ist halt so, einer sagt, nee, das war zu stark verpixelt, man konnte es nicht so gut schauen auf dem TV oder so. Es ist ja nicht der Sinn, dass man daraus eine DVD oder so macht. Klar, das wäre auch noch eine Idee, dass man das komplette Rennen irgendwie aufnimmt und dann als DVD brennt. Aber das mache ich ja nicht. Ich versuche so gut wie es geht live zu gehen und das live zu übermitteln. Dass da welche sind, die dann sagen, nee, die Qualität könnte besser sein, ist ja klar. Ich bin ja nicht direkt vom Fernseher. Ich habe nicht so das Equipment, was die haben, wo das astreine Bild ist, wo die auch im Wagen haben, dass alles über dem Laptop läuft. Es ist halt so. Tut mir leid. Aber trotzdem, es hat mir Spaß gemacht, auch wenn es schweinekalt war. Dem Marcel, der mich begleitet hat, den hat es auch riesen Spaß gemacht. Ich habe in der Früh überlegt, was mache ich jetzt? Stehst du hinter der Kamera, er am Mikro oder umgekehrt? So, aber er hat sich so gut für die Technik interessiert, und dachte ich mir, okay, schnappst du dir die Kamera, ich nehme das Mikro, weil die so Roya nicht mit konnte, weil sie ja krank geworden ist. Aber es hat uns beiden Spaß gemacht. Wir hatten sogar einen Tee umsonst, aber wir haben uns Kaffee geholt. Also Kaffee war unser bester Freund an dem Tag. Also es war schon so schweinekalt. Glühwein wollte ich nicht trinken. Ich habe schon Ewigkeiten kein Alkohol mehr angepackt und da wollte ich jetzt nicht extra Glühwein suppeln. Nee, aber die haben sogar gefragt, ob ich nächstes Jahr wiederkommen will. Und ich denke mal, das ist schon ganz gut. Ja. War mein erster Auslandsauftritt, streammäßig. Und wenn der Verein schon fragt, ob ich nächstes Jahr wiederkomme, klar komme ich wieder. Erstens, weil der Verein eine super Veranstaltung hingeblättert hat. Ich war so überrascht, dass die Leute so entgegenkommend waren. Nicht so, ach, komm, da kommt der Streamer oder sowas. Nee, im Gegenteil, die haben sich gefreut. Die fanden das gut, das ist eine gute Idee. Und ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr wieder hinfahren. Diesmal muss ich dann halt vorsorgen, dass die Kamera schön warm ist. Mal gucken, was man da machen kann. Ja, ansonsten ist ja in Russland das Rennen gut verlaufen für die Jungs. Toi, toi, toi. Und ich hoffe, dass die nächsten Rennen, die noch stattfinden werden, auch noch gut verlaufen für die Jungs. Klar, im Internet kursiert gerade rum, dass mit dem Transport nach Almaty, ist klar, dass der Verband, wenn er was gemacht hat und nur Gegenargumente gehört hat, dass er dann irgendwann keine Lust mehr hat. Aber ich denke mal, der Frankie Zorn hat es, glaube ich, was einfallen lassen, was ihm der Transport bis dahin vereinfacht, gerade wenn es so viele Kilometer sind. Normal wäre es so, dass der zum Beispiel der DMSB bei uns, so sehe ich das, dass er irgendwie managen müsste, dass die Jungs da rüberkommen mit den Motorrädern. Bei Motocross ist das, glaube ich, schon so. Bei MotoGP, okay, das kann man jetzt nicht mit den Sportarten vergleichen. Die haben mehr finanzielle Mittel als wir. Das ist ja wohl klar. Aber ganz ehrlich, iSpeedway, das ist schon, eine hohe Kostenfrage. Erstens das Material, das ist ja auch nicht gerade billig. Und dann die Reisekosten bis nach Russland, hinten Almaty, Sibirien. Boah. Also das würde ich, glaube ich, nicht mitmachen wollen. Nee,
Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt noch einen kleinen Gast hier. Den will ich euch gerade vorstellen. Komm mal her. Du wolltest doch. Jetzt komm. Nicht schämen. Los, los. Komm. Mia. Ja, komm doch her. Du wolltest. Ein Moment bitte. Mia, meine Tochter, die wird jetzt 5 Jahre alt, Ende Februar. Und die ist auch und so, sei mal ein bisschen begeistert von dem Sport, aber nicht so wie ich damals mit 4, wo ich den Motorrädern am liebsten hinten drauf gesprungen wäre. Aber sie findet den schon reizend. Wenn sie älter wird, dann kann sie auch mitkommen. Also ich glaube, Weißenbach wäre für sie jetzt nichts gewesen in der Kälte. Wie findest du denn das, was der Papa macht? Schön. Schön? Ja. Okay. Ja, wenigstens eine, die ist zufrieden in meiner Familie, gell? Die Mama schimpft immer, wo ich immer weg bin. Ja gut, ich hoffe, ihr verfolgt mich trotzdem, also folgt mir trotzdem bei meinen Streams. Ich habe jetzt eine kleine Umfrage gestartet, ob ihr entweder wollt, dass ich live streame oder halt eine Aufnahme mache. Das entscheidet ihr. Qualität ist natürlich bei einer Aufnahme besser, aber wie schon einer sagte, wenn er das Ergebnis weiß, schaut er sich das Rennen nicht an. Ist bei mir aber das Gleiche bei Formel 1. Das muss ich auch live schauen. Weil wenn ich nachher im Radio oder im Fernsehen sehe, der und der hat gewonnen, dann gucke ich mir die Wiederholung auch nicht an. Dennoch wird mir ja nichts anderes übrig bleiben. Sollte ein Veranstalter hier in Deutschland was dagegen haben, dass ich dann live gehe oder sagt, nee, wir wollen, dass du eine Aufnahme machst, aber live wollen wir halt nicht. Das wäre auch in Ordnung für mich. Dann werde ich halt so kleine Live-Schaltungen machen, wo ich dann sage, wo ich bin und wie vielleicht der Stand ist. Die werde ich vielleicht dann live machen. Aber sonst das Rennen dann, wenn der Veranstalter es so haben will, nur eine Aufnahme. Aber versuchen wir das Beste draus zu machen. Weißenbach war begeistert und ich hoffe, dass das nächstes Jahr dann ein bisschen besser läuft da unten. Es war trotzdem schön, da zu sein. War eine gute Entscheidung. Na gut, willst du uns noch was sagen? Bis später. Bis später, okay. Papa geht heute nicht mehr live. Ha? Ja. Ja, die Mia findet das Käppi hier so hervorragend. Die wollte es unbedingt aufsetzen. Ein bisschen Schleichwerbung für die 84 Speed Performance Martin Smolinski. Hoffen wir, dass es ihm dieses Jahr auch gut gelingt, in der Langbahn-WM wieder gut mitzumischen. Und beim Speedway, man weiß ja nie, vielleicht läuft es da auch besser. Er will ja zurück in den GP und da drücken wir ihn alle Daumen, dass es klappt. Okay, da kommt noch ein kleiner Gast, der wollte auch unbedingt. Einen Moment bitte. Das ist der Sebastian, mein Stiefsohn. Sebastian, du warst einmal in Eulching mit. Wie fandest du das Rennen so an sich? Gut. Und es war auch laut. Laut ist normal. Die waren früher noch lauter als heute. Aber sonst fandst du die Motorräder, wie sie gedriftet sind durch die Kurven, mit Vollgas, fandst du auch gut, oder nicht? Ja. Würdest du es auch mal gern fahren? Mm-mm. Warum nicht? Weil. Wie weil? Hast du Angst? Nein. Sondern? Ich will was anderes werden. Was willst du denn werden? Irgendwas. Ja, was? Ein Feuerwehrmann. Ein Feuerwehrmann willst du werden? Ja, er will unbedingt zur Berufsfeuerwehr. Das wird schon passen, weil hier haben sie keine Kinderfeuerwehr. Schade eigentlich, da könnte er schon früh genug anfangen. Aber so, wenn er jugendlich ist, denke ich mal schon. Wieso, willst du nicht mal probieren zu fahren? Ja doch, aber... Ja, vielleicht könnten wir es ja mal organisieren, dass vielleicht der Martin Spolinski uns seine Maschine gibt und du mal vielleicht ein paar Runden drehst. Okay. Würdest du ja sagen oder würdest du nein sagen? Ja. Okay. Also Leute, wenn ihr mal vielleicht einen guten Draht habt oder der Martin Smolinski diesen Stream sieht, der Sebastian würde es gerne mal versuchen. Ich bin leider zu alt und zu dick. Ich glaube, ich würde deine Maschine platt machen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die würde zusammenbrechen mit meinem Gewicht. Also okay, Basti, wollen wir mal schauen. Vielleicht klappt es ja, mal gucken. Ich kann nichts versprechen. Okay, alles klar, spiel noch ein bisschen, bis die Mama kommt. Ja, und heute hat auch jemand Geburtstag, und zwar die Marina Gatzenmeier, glaube ich. Die ist aus dem Norden, in der Nähe von Dorn. Alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und feier schön mit deinen Liebsten. Du heiratest ja bald dieses Jahr.
Und ich hoffe, das wird ein unvergesslicher Tag für dich. Vielleicht bin ich da, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss erst mal schauen, wie ich die ganzen Termine mache. Auch privat, wie ich alles regle. Aber das wird schon werden, glaube ich. Ne? Also nicht sauer sein, wenn ich nicht auf deine Nachricht geantwortet habe. Ich hatte mir letzte Zeit viel Stress, auch auf der Arbeit. Chef will unbedingt, dass wir schnell erfahren. Geht leider nicht bei diesen Wetterverhältnissen. Aber wie sagt man ein Paketfahrer, wenn der Chef das nicht versteht, dass es nicht schneller geht, ist das der falsche Arbeitgeber. Kann sein, aber kann nicht sein. Mir gefällt der Job. Nebenbei hier ein bisschen streamen. Gibt nichts Schöneres, gell? Also ich freue mich, wenn es wärmer wird. Klar, Insel ist noch, Holland ist noch und dann glaube ich noch ein paar diverse Rennen. Dann ist die Saison Eisbildwehr auch vorbei. Aber ich hoffe, dass der beste Eisbildwehrfahrer dieses Jahr gewinnt. Wer will es wohl sein? Wird leid halt jemand aus Russland sein. Weil die Russen sind momentan ungeschlagen, seit Jahren schon. Ich weiß nicht, ob der Verband irgendwie was regeln kann, dass nur eine gewisse Anzahl reinkommt, dass vielleicht nur 3 russische Fahrer mitmachen können. Aber das wäre auch unfair, wenn sie die Qualis schaffen und dürfen aber dann nicht so viele mitfahren. Das ist wieder so eine Sache. Aber ich meine, pro Land 2 Fahrer festsetzen, fertig. Würde gehen. Aber ob es der Verband mitmacht, weiß ich nicht. Wäre vielleicht eine Idee, dann wäre es vielleicht ein bisschen spannender in dem Bereich iSpeedway. Aber die haben sich qualifiziert, die Russen. Also solange die fahren und gut sind, wird es kein Schwede, kein Holländer oder kein Schweizer schaffen, die zu schlagen. Oder Österreicher. Je nachdem, wie das Material ist. Günter Bauer geht's, glaube ich, wie ich jetzt bei Facebook geschaut habe, auch wieder besser. Nochmals herzlichen Glückwunsch an Luca Bauer für den Sieg in Weißenbach. Du bist sehr, sehr gut gefahren. War sehr überrascht. Also, du hast sehr, sehr viel von deinem Papa geerbt. Also, du fährst wie der Teufel. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen, die es vielleicht nachträglich anschauen. Hoffe, es hat euch auch gefallen, dass ich mal wieder live war. Ich habe das Wohnzimmer hier so ein bisschen in ein Studio umgewandelt. Muss jetzt gleich noch ein bisschen aufräumen, bevor die Frau nach Hause kommt. Und dann, sonst schimpft die wieder. Ihr wisst ja, wie es ist, ne? Daheim. Die Männer haben immer das Nachsehen. Kommt immer auf dran. Entschuldigung für den Sprachfehler. Kommt immer drauf an, für was. Die richtige Saison geht ja bald los für mich. Da bin ich auch wieder auf Achse jedes Wochenende. Fast jedes Wochenende, sage ich mal. Und da ist ja klar, dass dann der Partner oder die Kinder wollen vielleicht mit, aber dürfen nicht, von der Mama aus. Ist halt so eine Sache. Ne? Da bin ich genug unterwegs. Bin auch so in der Woche vom Beruf her schon lange unterwegs, aber es geht. Okay, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt artig und wir sehen uns im nächsten Stream. Natürlich könnt ihr eure Kritik und Meinung sagen. Ändern an der Bildqualität kann ich leider nicht sehr viel, weil live über die Netzverbindung ist manchmal gut, manchmal schlecht. Tut mir leid. Aber ich gebe mein Bestes und ich habe, wie ich gesehen habe, viele haben mich abonniert. Auch gefällt mir gedrückt auf meiner Livestream-MG-Seite und da war ich sehr, sehr überrascht. Also das muss einigen Leuten schon gefallen. Also, man sieht sich. Ciao.